Willkommen Hin und zurück wieder sagst du solche zu Sachen und einer ich neuen weiß nicht, Folge von es Mass liegt nicht Effect. daran, dass dein Vater Batterianer war. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zurück zu Liara, geben da die Mission ab. Und ja, dann können wir dann nachher mit den Leuten hier nochmal reden. Wir kriegen halt von Liara da noch eine neue Mission. Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kyrosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Entschuldigung, aber das okay. ist ein wichtiges Gespräch. Immer noch nicht. Das war wie wunderbar, ihr Kopf aussehen. Schade. Meiner ist so langgezogen und unsymmetrisch. Ja, echt. Ihhh. Gut, dann gehen wir mal hoch zu der Frau Liara. Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Danke, dass Sie mir diese Systemdaten verschafft haben. Hier, viel ist es nicht, aber ich hoffe, es hilft Ihnen bei Ihrer Mission. Erinnern Sie sich an den Shadow Broker? Mit den von mir besorgten Daten gelingt es mir vielleicht, den Informationsspeicher seiner Agenten zu finden. Ich hab viel um die Ohren. Wer ist der Shadow Broker gleich nochmal? Er ist der mächtigste und gefährlichste Informationsmakler der Galaxie. Niemand weiß, wer er ist. Angesichts seiner Ressourcen gibt es Spekulationen, dass es sich in Wahrheit um eine Gruppe handelt, die unter einem gemeinsamen Namen operiert. Moment mal. Arbeiten Sie für den Shadow Broker? Nein, ich plane vielmehr seinen Tod. Unsere Wege haben sich kurz nach ihrem Tod gekreuzt. Seitdem arbeite ich daran, ihn auszuschalten. Mit diesen Daten bin ich dem Ziel einen Schritt näher gekommen. Sie können nicht mit mir kommen, weil Sie hinter dem Shadow Broker her sind? Was wäre, wenn ich Ihnen helfe, ihn zu finden? Tut mir leid, Shepard. So funktioniert die Galaxie nicht. Ich muss Spuren finden, Informationen nachgehen. Ich muss arbeiten. Auf der Normandy kann ich das nicht. Ich wünschte, es wäre anders. Ich habe noch nie erlebt, dass Sie kaltblütig jemanden hinrichten wollen. Was hat der Shadow Broker Ihnen angetan? Ich habe mit einem Freund einen Job durchgezogen. Die Leute des Shadow Broker haben uns erwischt. Mein Freund konnte nicht entkommen. Ich weiß nicht, ob er tot ist oder noch verhört wird, aber ich muss ihn finden. Ich schulde ihm mein Leben. Ich will, dass der Shadow Broker für das bezahlt, was er getan hat. Sagen Sie mir, wenn ich sonst noch etwas für Sie tun kann. Danke, Shepard. Das werde ich. Nun, kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Wir reden später, Liara. Okay, wir sollen später nochmal mit ihr reden. Ja, wie gesagt, hätte ich jetzt das Shadow Broker DLC. Wir haben Geld. Hätte ich halt jetzt die Möglichkeit gehabt, den DLC hier zu starten. Aber wie schon gesagt, das möchte ich halt leider nicht so unterstützen, obwohl die halt wirklich sehr gut sind. Aber wie gesagt, hätten die ein anständiges Bezahlsystem, wäre das alles kein Problem. Schön. Ich überlege, ich glaube, ich fliege mal jetzt kurz nochmal nach Omega, gibt der da den Auftrag oder die Pakete ab, dass wir nochmal ein bisschen Geld kriegen. Und dann haben wir wieder ein bisschen Geld, vielleicht können wir dann hier nochmal ein bisschen was kaufen. Da ist die Luftschleuse. Gut. Zurück zu Normandy. Vielleicht gehen wir dann auch hier mit Miranda nochmal hin und starten vielleicht ihre Loyalitätsmission, bevor wir dann die beiden anderen rekrutieren oder anfangen, sie zu rekrutieren. Ich denke, das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. So. Mal ein bisschen Ladebildschirm begutachten. Und dann geht's jetzt mal ab nach Omega. Gut, dass das Massenportal direkt nebendran ist.
Wie gesagt, es geht ja auch relativ schnell mit dem Wechsel zwischen den einzelnen Planeten, den einzelnen Systemen. So, dann fliegen wir mal die Umlaufbahn an. Das können wir eigentlich auch mal abbrechen. Haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen. Aber wie wir jetzt hier mitnehmen, ist eigentlich relativ egal. Sind ja wahrscheinlich nur kurz da. Denke ich auf jeden Fall mal. Na komm, Garrus, Miranda. Nehme ich so mal an. Keiner mehr was zum Aufsteigen. So, ich war ja, glaube ich, auch hier direkt um die Ecke. Von daher ist das ja auch gar nicht so verkehrt. Hallo Freunde, bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas für mich haben. Ich habe das Päckchen von dem Zielpunkt auf Ilium. Ausgezeichnet. Und hier ist Ihre Belohnung. So einfach ist das. Ich habe das Päckchen gefunden, das Ihr Kontakt auf der Citadel hinterlassen hatte. Gut gemacht, werter Freund. Und hier ist Ihre Belohnung, wie besprochen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, was Sie getan haben, werter Freund. Für Ihre Mühe lege ich noch einen kleinen Bonus drauf. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Shepard. Vielen Dank. Geld, Geld, Geld. So, dann geht's schnell wieder zurück. Wie gesagt, das geht jetzt zum Glück relativ fix hier. So. Ja, und dann nehmen wir gleich mal noch eine Runde Miranda und, weiß nicht, Mordin vielleicht? Oder nehmen wir unsere beiden Cerberus-Leute mal mit, Jacob und Miranda. Ich glaube, Jacob kann dann auch mal wieder aufsteigen. Ja, genau, wie ist ja das mit dem Befehl, können die vielleicht auch mal nochmal, aber bisher kommen wir meistens zumindest einigermaßen gut durch. So. Dann Massenportal. Da gibt es ja noch ein... können wir auch noch mal irgendwann machen. Dieses abstürzende Schiffchen. Aber jetzt geht es erstmal nach Ilium. Hopp. Die Umlaufbahn anfliegen. Ja, dann nehmen wir mal Miranda und Jacob mit. Und starten auch mal noch die Mission dann. Von Miranda. So. Einmal. Zweimal. Und los. Jacob, oh, du hast tatsächlich ja, nichts, was wir da machen können. Da hatte ich ja schon ein bisschen rumgeskillt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Handelsebene. Hatte ich hier noch irgendwas, was ich noch kaufen könnte? Ah, hier können wir doch mal mit Miranda reden. Eins muss man den Asari lassen. Kulturell ist Ilium das reinste Wunder. Von ihrem Einfallsreichtum kann sich die Menschheit eine Scheibe abschneiden. Eine Scheibe. Nein, Sie verstehen nicht. Ich habe es in der Nähe des Transportterminals verloren. Verzeihung, aber ich telefoniere. Oh. Schade. Wie können Sie nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen? Wir machen doch in Kürze ein riesiges Geschäft. So, dann. Ich glaube, dann gehen wir erstmal den ganzen Schammers noch kaufen. Jetzt haben wir ja wieder Geld. Hör
Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kerosa sehr wichtig sind. Lassana Dentius hat uns nicht mal Zeit. Ja, das kennen wir doch schon alles. So, hier wieder hoch. Hopp. Beeil dich mal, mein lieber Herr Shepard. Ist ja auch mal ganz praktisch. Ich hab dich nie so genannt. Nein, aber du denkst daran. Glaubst du, es war leichter? Wenn man halt möglichst gut ausgerüstet dann hier hingeht. Dein Vater hat dir von Reisen immer etwas mitgebracht. Oh, das wird knapp. Verdammt, können wir uns doch nicht alles leisten. Dann nehme ich zumindest mal die beiden Kreuzer mit. Hep. Haben wir dann eigentlich... Ne, wir haben immer noch welche. Einen gäbe es noch als Shadow Broker. Ach, und da können wir dann später noch einen holen. Habe ich die jetzt etwa schon versehentlich? So, nee. Einmal. Zweimal. So, die hatte ich, glaube ich, vorher aus Versehen schon mal angekreuzt gehabt. Obwohl ich sie ja noch nicht gekauft hatte. Sehr schön. Das ist kein Wettkampf, Papa. Du erinnerst dich doch kaum an ihn. Ich kam dann nach seinem Tod mit dir zusammen. Und ich bin auch schon fast 35. Ich meine nur, wir sind hier, um Waffen zu kaufen. Solltest du das nicht etwas ernster nehmen? Hey, ich bin 60 Jahre. Ich meinte doch nicht... So, okay. Dann, ja, wie gesagt, sehr viel Gerede hier. Aber wir gehen jetzt erstmal rüber und... So. Machen mal noch die Mission. Oder fangen sie zumindest mal an. Wie gesagt, die dauern immer so, keine Ahnung, 2 Folgen plus minus. Bisher war es immer so. Ich glaube, bei denen ist jetzt auch kein großer Unterschied. Und von daher machen wir das dann, glaube ich, mal. Sollte ganz gut passen. Sind wir die nächsten 1-2 Folgen da noch mit beschäftigt. Aber an Beschäftigungstherapie mangelt es ja bei dem Spiel nicht. So, dann schauen wir doch mal. Miss Larsen, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Es gab Komplikationen. Was ist passiert? Ist mit Oriana alles in Ordnung? Es geht ihr gut, aber Sie haben einen Mann namens Niket als vertrauenswürdige Quelle angegeben. Er hat mich kontaktiert und davor gewarnt, dass Ihr Vater Eclipse-Söldner losgeschickt hat, um hier aufzuräumen. Er hat angedeutet, dass die Söldner nach Ihnen persönlich Ausschau halten würden. Deswegen hat er vorgeschlagen, Orianas Familie selbst zum Terminal zu bringen. Sie haben Niket bisher gar nicht erwähnt. Er ist ein Freund. Wir kennen uns schon sehr lange. Kommt noch jemand Ihrer anderen Kontakte auf Ilium mit, Miss Lawson? Nein. Ich traue bei dieser Sache nur Ihnen und Niket. Welche Informationen haben Sie über die Söldner? Sie sind von Eclipse, das wurde bestätigt. Und Sie arbeiten für eine Organisation, vor der uns Miss Lawson gewarnt hat. Ich könnte die Behörden verständigen, aber bisher haben Sie nichts Illegales gemacht. Sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Wir kümmern uns selbst darum. Änderungen zu diesem Zeitpunkt könnten gefährlich sein. Sind Sie sicher, dass Sie Niket vertrauen können? Unbedingt. Er ist einer meiner ältesten Freunde. Ich vertraue ihm Oriana an. Lanteia, wir befolgen Nikets Vorschlag. Shepard und ich nehmen den Wagen und ziehen ihre Aufmerksamkeit auf uns. Niket soll die Familie zum Shuttle eskortieren. Geben Sie ihm vollen Zugriff auf den Reiseplan der Familie. Nur zur Sicherheit. Verstanden, Miss Lawson. Der Plan lautet also, dass Eclipse uns abschießt, während ihre Schwester in Sicherheit gebracht wird? Eclipse hat bestimmt Befehl, meine Schwester lebend beizubringen. Sie werden nichts riskieren, das uns töten könnte. Eclipse wird wohl kaum alle seine Leute schicken, nur um sie aufzuhalten. Wollen Sie Niket nicht Verstärkung mitgeben? Niket kann auf sich selbst aufpassen. Außerdem würde bewaffnete Verstärkung nur die Aufmerksamkeit auf ihn lenken. Bereit, wenn Sie es sind, Miranda. Danke, Shepard. Ich weiß das zu schätzen. Ich hatte nicht mit Eclipse gerechnet, aber die noch weniger mit Ihnen.
So, schauen wir mal, was das wird und ob es hier auch wieder Zeug zum Sammeln gibt. Wahrscheinlich, ja. Irgendwelche Upgrades oder so. Jupp, Jacob kommt mit dazu. Hatten wir ja gerade schon. So, jetzt werde ich doch mal hier vielleicht doch mal die Waffe noch mal ändern. Granatwerfer, Raketenwerfer, Firestorm, Bogenprojektor. Ich nehme mal hier die Avalanche mit. Jäger der Eclipse-Söldner. Sie laden Truppen in den Frachtzonen ab. Bringen Sie uns in Deckung hinter Ihnen. Hoffentlich wollen die uns wirklich lebend kriegen. Ich sagte nicht feuern, verdammt! Ich hab's im Griff. Da Sie noch nicht schießen, wissen Sie vermutlich, wer ich bin. Ja, es hieß, Sie wären in dem Wagen. Sie sind das Miststück, das die kleine Tochter von unserem Boss verschleppt hat. Verschleppt? Die Sache hier betrifft Sie nicht. Sie sollten ihre Männer nehmen und gehen. Sie glauben wohl, sie haben alles im Griff, was? Captain Enyala ist bereits dabei, sich die Kleine zu schnappen. Sie weiß über Niket Bescheid. Er wird ihnen nicht helfen. Was soll das heißen, Niket wird uns nicht helfen? Darüber müssen Sie sich nicht sorgen. Wenn Sie keine Dummheiten machen, wird auch niemand getötet. Sie ziehen ab, die Kleine geht zurück zu ihrem Vater und alle sind glücklich. Alle, außer meiner Schwester. Und mir. Sollen wir mit Captain Enyala darüber reden? Mit dem Captain wollen Sie nicht reden. Sie ist lange nicht so höflich wie ich. Sie ist die beste Kommandokriegerin, die ich je gesehen habe. Mit ihrer Biotik kann sie Leute in der Mitte auseinanderreißen. Und sie wird gut dafür bezahlt, sie aufzuhalten. Wenn sie mir in die Quere kommt, wird sie davon nie was ausgeben können. Warten Sie, Miranda. Sie sagten doch, sie sei ihre Zwillingsschwester. Hat sie ihnen das erzählt? Nein. Die verrückte Schlampe hat die kleine Tochter von unserem Boss entführt. Er sucht seit über 10 Jahren nach ihr. Es ist kompliziert, Shepard. Wir haben dieselbe DNS, aber nicht denselben Geburtstag. Sie haben dem reichsten Mann der Galaxie ein Baby gestohlen, Lady. Welchen Schaden sie haben, weiß ich nicht. Aber sie werden nicht damit durchkommen. Ich gebe Ihnen eine Chance zum Abzug. Das ist mehr als die meisten kriegen. Captain Enyala hat befohlen, Ihnen eine Chance zum Abzug zu geben. Aber während unserer Unterhaltung haben meine Männer Schussposition bezogen. Wenn ich Befehl gebe, bricht die Hölle über Sie herein. Ich schlage also vor, dass Sie friedlich abziehen. Denn sonst wird's echt. Räumen wir mal ein bisschen Wie sehen auf. Sie, Shepard? So, einer weniger. Kommt direkt halt wieder ein Nachschub. Hey, der hätte doch eigentlich treffen müssen. Komm du mal her, danke. Ein wenig zu langsam. Guter Schuss! So, ist der Raketenwerfer-Kollege noch da? Scheinbar nicht. Wir können speichern. Ja, das ging schon mal relativ gut, aber ich glaube nicht, dass es so einfach bleiben wird. Noch irgendwas an Muni? Nee. Nun gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.